Oh, willkommen zurück. Weiter geht die wilde Fahrt. Wir wollen noch Geld verdienen. Und so. Und weiterspielen. Drei, zwei, eins, los! Musik animiert einem echt zum Rasen. Weiß ich nicht. Ich habe im Moment nichts zu erzählen. Könnt ihr jetzt noch mal erzählen, was ich vorhin so geblubbert habe, wo die Aufnahme da schief gelaufen ist? Beziehungsweise das Ergebnis von der Aufnahme. Dass ich es nicht verwerten konnte zum Rendern und so. Need for Speed 4 hat mich jetzt zuletzt ganz schön angekotzt. Da werde ich noch mal dran arbeiten irgendwie. Irgendwie ist das typisch EA auch damals schon vorhanden gewesen. Hier hat schon scheiße programmiert. Ja, Reboot von NFS 3, Hot Pursuit. Schon lustig, für Need for Speed 3 gibt es einen Installer. Und das läuft dann auch alles hier mit dem ganzen Gepatche auf einer modernen Kiste. Du hast das Rennen gewonnen. Jo. Du führst die Turniertabelle. Need for Speed 4 will nicht und Porsche läuft halt auch wieder gut. Weiß ich nicht, was das soll. Das sind immer so diese Merkwürdigkeiten, wenn ein älterer Teil besser funktioniert wie ein neuerer, beziehungsweise ein neuerer beschissener wie ein älterer, ne? So. Ja. So, Normandie. Ja, dann werden wir hier auch durch. Knallen wir die Strecke doch auch gleich noch durch. Weg ist weg.
2, 1, los! Na komm. Das will mir jetzt allerdings hier gefallen mit der Gewudo. Die einzigste Möglichkeit, das noch eine moderne Kiste zum Laufen zu bringen hier mit 3D-Fix, ist doch ganz nett. Und das war ja auch die Zeit, 16-Bit war ja, ne? On top von 32-Bit hat irgendwie nur Leistung gekostet, sagt der Cracky von Ravioli auch. Ist bei Need for Speed 3 eigentlich dasselbe. Kann ja auch gar nicht anders sein, weil es ja älter ist wie der Teil hier. Noch nicht. Der hier nicht. Mal hier wird gehüpft. Wäre natürlich interessant bezüglich des Magic Cube Lossless Codec, ob man da nicht vielleicht einbauen könnte, dass das Ding NVENC benutzt. Natürlich mit Hooking, aber hey, das wäre doch was für einen Afterburner. Das konfigurierbar wäre. Du bist auf dem ersten Platz. Glückwunsch, du hast das Turnier gewonnen. Weiter mit dem nächsten. Mal schön Asche verdient. CCM. Jo. Was kann ich da jetzt so? Ach, den oder den 911er, ne? Dann nehme ich aber definitiv den 911er. Weil ich den hier, glaube ich, später gebrauchen hätte können. Weiß ich jetzt nicht mehr aus dem Kopf, aber ist auch nicht so wild.
probiere ich, glaube ich, erstmal ohne Tuning, oder? Das Übersetzungsverhältnis, das können wir ihm schon geben hier. Das enge, damit er schön gut abzieht hier. Beschleunigung ist alles. Ist nicht noch eine Runde Werksfahrer vielleicht auch noch mal machen hier? Ja, komm. Auch mal weitermachen. Früher oder später kann ich die Geschenkwagen gebrauchen hier. 3, 2, 1, los! Was müssen wir machen? Müssen wir so ein paar Pylonen abfeuern oder muss ich hier nur in einer bestimmten Zeit durchziehen? Muss man durchziehen, oder? Ja. Ja, das machen wir schon hier. Ist ja kein Problem. Ne, doch nicht. Pylonen abfeuern. Okay. Kriegen wir auch hin. Umkehren, okay. Ach, komm schon. Gib Gas. Gucken wir das schaffen hier. Ja, kommt ganz plötzlich der Pfeil da. Gibt's doch nicht. Wird doch so nix. 3, 2, 1, los! Geht, glaube ich, gar nicht besser an der Stelle. Ja, wobei, das kam mir gerade ganz recht, dass ich welche abbiegen muss. Glück im Unglück. Ziemlich ätzende Angelegenheit hier. Ja.
Komm, wo ist die nächste Pylone, die ich umfahren soll hier? Wieder an einer fiesen Stelle oder habe ich sogar schon gleich geschafft? Jawohl, okay. Schokoladentunnel hier. Kling. Könnte es theoretisch schon geschafft haben, oder zumindest fast. Jo, ja geil. Da kann man sich doch mal die Wiederholung angucken von. So zum krönenden Abschluss hier.
mal Ohren nicht abgeflogen, ne? Jo, dann beende ich doch hiermit erstmal diesen Teil und jo, viel Spaß und bis zum nächsten Teil dann. Ciao.